Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt's von mir einen Alltagslook. Und zwar zeige ich euch das Make-up, was ich sehr, sehr oft im Alltag trage, beziehungsweise öfters. Heute ein ganz, ganz kleines bisschen aufwendiger als sonst, aber ja, um diesen Look geht es hier. Ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, noch dezent und alltagstauglich. Für viele wäre das auch schon zu viel, aber ja, für mich ist es genau richtig. Deshalb würde ich mal sagen, wenn ihr dranbleiben würdet, dann würde es mich natürlich sehr, sehr freuen. Mua. Beginnen tun wir als erstes mit einer Foundation. Und zwar trage ich das Ganze mit einem Kabuki-Pinsel von Zoeva auf. Das Make-up, was ich benutze, ist das Maybelline Fit Me Make-up in der Nummer 220. Jetzt decken wir noch die Augenringe ab. Und zwar nehme ich ein Camouflage von Catrice in der Farbe Sunbeige. Meine ich. Sunbeige. Ja. Mit dem Petite Stippling Brush von Zoeva werden wir das Ganze nochmal schön verblenden. Jetzt kommt ein Soft Matte Loose Powder von Manhattan und wir fixieren das ganze Make-up. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir am Ende noch einmal das Make-up schön fixieren. Okay? Bevor ich meine Augen schminke, tue ich noch einen Primer auf. Ich finde, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil der Lidschatten auch wirklich sehr, sehr lange hält. Jetzt kommen wir zu meiner BH Cosmetics Palette. Und zwar wähle ich diese drei Farben und trage sie über meine Lidfalte auf. Ich nehme sofort den Blender Brush, weil es auf jeden Fall direkt auch soft aussieht. Von vornherein schon, okay? Jetzt wähle ich aus der Palette ein helles Braun und wir tragen es in die Lidfalte auf. Wer noch möchte, kann ein MAC Painterly Pot, ein Paint Pot von MAC nehmen in der Farbe Painterly, so jetzt habe ich es, und es aufs bewegliche Augenlid auftragen. Ich mache es nicht unbedingt immer im Alltag, aber heute machen wir es einfach mal, okay? Aus den drei Farben wähle ich nochmal ein helles, das hellste, was ich von gerade an meiner Lidfalte verblendet habe, und trage es auf meinen Painterly Base auf. Unter den Augenbrauenbogen kommt die Farbe von Kiko in der Nummer 128 und wir verblenden es auch unter den Augenbrauenbogen. Und ich muss sagen, ich liebe Kiko Lidschatten, vor allem die sind super pigmentiert und man kann diese Farben super verblenden. Nachdem wir das gemacht haben, trage ich jetzt auch noch meinen Eyeliner auf und ja. Die Wimpern tusche ich erst am Ende, denn als erstes werden wir das Gesicht konturieren. Und zwar nehme ich meine Zoeva Contour Palette. Und ja, wir konturieren als erstes meine Wangen und oberhalb von meinen Stirn und unter meinem Hals. Ihr müsst euch immer eine 3 merken, so wie ich es euch gerade zeige. Diese 3 malen wir auf unser Gesicht, müsst ihr so denken. Und so konturieren wir auch richtig. Zum Highlighten verwende ich den Yves Saint Laurent Touche Eclat. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt, es ist egal, je nachdem, mit was ihr am besten arbeitet. Und ich werde es mit dem Concealer Buffer schön verarbeiten nochmal. Aus meinem Face Contour Kit mische ich diese 2 Farben, also diese 2 Puder, und fixiere nochmal meinen Highlighter unter den Augen. So wie auch unter der Kontur, weil es dann definierter aussieht und viel besser.
Jetzt nehme ich ein Essence Gel, Augenbrauengel und bearbeite meine Augenbrauen damit. Verstreiche es ein wenig und zeichne meine Kontur mit einem Benai-Stift auf in der Farbe Taupe. Ich nehme nie einen schwarzen Stift, weil ich das sehr unnatürlich finde und gar nicht schön. Mit einem Essence Eyebrow Kit Puder fülle ich meine Augenbrauen auf mit einem abgeschrägten Pinsel, weil ja, ich habe sehr, schwache Augenbrauen. Deshalb verdichte ich das nochmal mit dem Essence Puder. Mit einem Concealer können wir das Ganze nochmal schön perfektionieren und sauber erscheinen lassen. Ich verwende heute eine Mascara von Yves Saint Laurent und zwar Baby Doll. Habe ich damals bei Point Rouge bestellt und ich liebe es. Genauso wie den I Love Extreme von Essence. Den könnt ihr auch super verwenden als Vergleich. Wir lassen heute mal die Augen etwas größer erscheinen, indem ich noch einen Max Factor Kohl Kajal nehme in der Farbe Natural Glaze und diese trage ich halt auch in der Wasserlinie auf und mit dem Augenbrauenpinsel gehe ich nochmal über meinen Wimpernkranz unten, damit ich etwas Farbe auch bekomme. Und natürlich tuschen wir noch die Wimpern unten. Aber was ich hasse, sind Fliegenbeine, wenn sie aussehen wie Fliegenbeine. Deshalb müssen wir das Ganze nochmal schön ausbürsten. Ja, zum Beispiel mit so einer Mascara-Bürste. Natürlich muss die sauber sein. Und wir holen das Ganze raus, indem wir es einfach mal so rausdrehen. Als Lip Liner verwende ich heute einen Essence Lip Liner in der Farbe Hot Chocolate. Und damit umranden wir die Lippen. Und dann kommt mein MAC Lip Liner in der Farbe Spice und malen die Lippen aus. Aber wir lassen das Ganze in der Mitte frei, also die Lippen, weil darauf kommt noch ein MAC Lippenstift. In der Farbe Cozy Up. Den trage ich sehr, sehr oft im Alltag. Darüber kommt noch ein Lipgloss von Catrice. Leider kann ich die Farbe nicht mehr lesen, weil ja, mein Lipgloss irgendwie schon misshandelt aussieht. Ja, und fertig werden wir auch schon mit meinem Look. Tada! So sieht der fertige Look jetzt auch aus. Ist auf jeden Fall alltagstauglich, wie ich finde. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich liebe euch. Eure Soraya. Tschüss.